Wie erwähnt, wir haben heute ein Thema, das vermutlich uns alle sehr beschäftigt. Europa befindet sich in einem enormen demografischen Wandel, einer Umwälzung. Der alte Kontinent Europa wird verwandelt in etwas, was wir eigentlich noch gar nicht kennen. Es gibt eine Völkerdurchmischung bei uns. Die wird aktiv vorantrieben. In der Schweiz will Frau Bundesrätin Flugzeugflotte nach Afrika schicken, um afrikanische Flüchtlinge zu uns reinzuholen. Jetzt, wenn wir über diese Frage reden, dann ist eigentlich klar, dass wir nichts gegen andersdenkende, andersgläubige, andersfarbige, anderssprechende Menschen haben. Wir haben nichts gegen keinen von diesen Menschen, die zu uns in die Schweiz gekommen sind oder die nach Europa kommen. Das geht, wenn wir heute über diese Frage reden, nie um die Frage, ist jetzt der da reingekommen ist, recht oder nicht recht. Sondern es geht um das Prinzip. Das Prinzip, dass man unseren Kontinent verändern will. Dass man unsere Kultur verändern will und dass das nicht eine zufällige Angelegenheit ist, sondern eine bewusst gesteuerte Angelegenheit. Und es geht darum, dass dann, wenn man so Fragen anspricht, dass man sehr rasch Gefahr läuft als Rassist, als ewig gestrige als Verschwörungstheoretiker und all die Diffamierungen, die da damit dann zusammenhängend beschimpfen wird. Und da sind wir der Meinung, dass man da muss anfangen, dagegen das Tabu, das damit zusammenhängt, also dass man es gar nicht ansprechen kann, ohne dass man eben dann diffamiert wird, dass man das Tabu muss anbrechen. Und unsere heutige Veranstaltung ist Teil von diesem Tabubruch. Das soll bewusst so sein. Wir wollen das, was wir heute besprechen, aufnehmen. Wir werden es ins Netz stellen und werden damit herstehen und sagen, wir sind für unsere Kultur. Wir wollen die bewahren. Wir wollen unser christlich-abendländisches Gedankengut bewahren. Wir wollen unsere Kultur bewahren. Ob das noch möglich ist, das ist eine andere Frage. Vieles ist ja schon passiert, vieles ist gelaufen. Aber diese Frage, die stellt sich natürlich, was machen wir, um das, was noch rum ist, entweder zu bewahren oder wieder zurückzuholen von unserer abendländischen Kultur. Weil die europäische Kultur von der Vielfalt, die so viel Wertvolles geschaffen hat, denken wir nur an die Literatur oder an die bildende Kunst oder an die Musik, das ist so wertvoll, was hier geschaffen worden ist. Und das ist nur dank dem geschaffen worden, dass Europa kleinräumig aufgeteilt ist, dass verschiedene Nationen eigenständig nebeneinander gestanden sind, dass ein christliches Gedankengut unsere Welt, unsere Gedankenwelt geprägt hat. Nur dank dem ist all das überhaupt entstanden und möglich gewesen.
Und das zeigt auf, wenn ich jetzt das sage, dass in anderen Weltregionen, wo ein anderes Weltbild vorherrscht, wo eine andere Religion den Boden abgibt, dass dort anders entsteht, dass dort andere Entfaltungsmöglichkeiten sind oder eben vielleicht Entfaltungsmöglichkeiten nicht gegeben sind. Wir haben in unserer Kultur ein riesiges Potenzial, Potenzial gehabt, und um das geht es, das zu halten. Und falls Sachen zerstört sind, wieder zu entwickeln. Wir haben heute Referenten, Entschuldigung. Das war jetzt ein Freudscher. Wir haben Referenten, die das Thema Finanz- und Flüchtlingskrise ansprechen, die aufzeigen wollen, werden, wie das zusammenhängt. Wir haben zwei Referenten, die in ihren Vorträgen sich gegenseitig ergänzen. Und ich darf Ihnen jetzt zuerst die erste Referentin, Frau Iris Astrid Kern, vorstellen. Frau Kern hat ein Studium von Psychologie, Publizistik gemacht, hat dann pädagogisch-künstlerische und philosophische Weiterbildung gemacht, hat 17 Jahre in einem Kleinunternehmen gearbeitet und daneben Bilderausstellungen, Kurs- und Vortragstätigkeit gemacht. Sie ist freie Publizistin, und zwar ist sie heute die Herausgeberin von der Monatszeitschrift Agora Magazin. Das wird auch immer wieder hier gezeigt. Also eine Zeitschrift, wo sich Zeitfragen und eine kritische Auseinandersetzung mit unserer Kultur beschäftigt. Ich glaube, dass wir mit der Frau Kern eine Referentin haben können finden, die zu dieser Thematik, die heute ansteht, uns interessante Aspekte aufzeigen kann. Und ich werde Sie bitten, Frau Kern ganz herzlich zu begrüßen. Vielen Dank, Herr Dr. Erb, auch für die Gelegenheit, hier zu reden vor euch. Guten Tag miteinander. Ich möchte gerne mein Referat auf Hochdeutsch halten. Es ist die Sprache des Denkens unserer Kultur. Und was wir hier für ein Problem haben mit der Flüchtlingskrise in Europa, hängt ganz viel auch mit dem zusammen, was in dieser Sprache was in dieser Sprache wohnt. Es geht um die Frage, wie wurde die Flüchtlingskrise möglich? Also um die Frage nach der Ursache, würde man auf den ersten Blick meinen. Aber im Grunde genommen geht es um etwas Menschliches, es geht um Menschen, es geht um uns, es geht um diese Menschen, die hierher kommen. Und das bedeutet eigentlich, man muss nicht nach den Ursachen fragen, sondern nach den Urhebern. Und jetzt, also die Urheber, wer ist das? Das sind nicht die Götter, ist nicht der Heilige Geist, sondern das sind die Menschen. Also Menschen, und zwar möchte ich jetzt zuerst etwas über den Menschen sagen, damit wir wissen, von wem das wir eigentlich sprechen. Also von uns allen, geht uns alle etwas an. Ich möchte keine Theorie erzählen, sondern etwas, was in uns allen wohnt. Und das heißt einfach, als Menschen sind wir sehr vielschichtig. Wir sind nicht nur Bürger, heute sind wir als Bürger hier versammelt, aber schon in einer Ausnahmesituation eigentlich,
weil wir uns mit Gedanken beschäftigen, mit weitreichenden geschichtlichen Zusammenhängen, weltgeschichtlichen Zusammenhängen. Und sobald wir ins Denken gehen, sind wir eigentlich Individuen. Also sind wir in unserem Menschlichsten drinnen. Und als Bürger sind wir in einer Gemeinschaft, sind wir alle gleichberechtigt, sind wir alle gleich. Aber jeder von uns weiß etwas anderes, kann etwas anderes und jeder von uns ist unterschiedlich, ist verschieden vom anderen. Und dann sind wir noch, also wir haben beide Bedürfnisse. Wir haben das Bedürfnis, allein zu sein und nachzudenken, uns Gedanken zu machen, etwas zu wissen, was wir nur allein für uns erwerben können, ein Wissen. Aber wir haben auch das Bedürfnis nach Gemeinschaft und miteinander uns zu verstehen und uns miteinander zu organisieren, zu einer Gesellschaft. Dann sind wir im Bürgerlichen, dann haben wir ein ganz anderes Bedürfnis. Oder wir sind mit unserer Familie beim Abendessen, mit unseren Kindern. Und da sind wir nochmal von anderen Empfindungen oder mit anderen Bedürfnissen, haben wir andere Bedürfnisse. Also wir als Mutter wollen wir unser Kind pflegen und ernähren, als Vater auch. Also wir haben einen altruistischen Trieb. Wir sind Altruisten. Wenn wir zu unserem Nächsten, sind wir altruistisch. In der Gemeinschaft wollen wir alle gleich sein, gleiche Rechte haben. Und wenn wir über die Dinge nachdenken wollen, wollen wir eigentlich allein sein. Also wir müssen eine Atmosphäre, wir können auch mitten in der Stadt laufen und allein sein mit uns, wenn wir mit unseren Gedanken und Gefühlen allein sind. Also wir sind ein vielschichtiges Wesen als Menschen, jeder von uns. Und das Problem ist eigentlich, es fängt bei uns an, dass wir uns irgend in einer Sozietät, in einer Gemeinschaft organisieren müssen oder wollen. Und da kann man jetzt nicht einfach alles über alles ausbreiten. Also man kann jetzt nicht sagen, wir wollen jetzt gleich sein, alle gleich und dann können wir nicht aus diesen Impulsen heraus und den ganzen Menschen organisieren. Also wir können nur einen ganz bestimmten Bereich organisieren und das ist eigentlich der Bereich, wo die Politik und der Staat hingehören. Also Politik und Staat, die haben nichts zu sagen über das, wie wir denken und was wir denken sollen. Grundsätzlich, also so wie es richtig wäre. Es ist natürlich heute nicht richtig, aber so wäre es richtig. Und sie haben uns auch nicht reinzureden, wem das wir helfen wollen, wem das wir etwas geben wollen von dem, was wir zu viel haben. Das kann nur von Mensch zu Mensch eigentlich geschehen. Also wenn ich persönlich angesprochen bin. Also man kann sich vorstellen, wenn man jetzt angenommen, wir sind auf einem Schiff, erleben Schiffbruch und zwei sind zusammen auf einem Boot. Allein die letzten Überlebenden schaukeln irgendwo auf dem Meer. Und der eine hat ein Stück Brot dabei und der andere hat nichts. Und wie sind wir zwei auf diesem Boot alleine? Also was machen wir? Also ich habe jetzt das Brot, also werde ich das jetzt allein aufessen und den anderen einfach hungern lassen? Auch wenn ich weiß, dass wir vielleicht beide sterben werden oder vielleicht rettet uns jemand, wir wissen es nicht. Also ich werde das Brot teilen. Also ich nehme an, jeder von hier in diesem Raum wird das Brot teilen. Also wir haben als Grundtrieb eigentlich, als Menschen haben wir diesen altruistischen Trieb. Und das ist ganz wichtig und da hat der Staat nicht reinzureden eigentlich. Er hat zu vermitteln, aber nicht reinzureden. Wenn es kommt per Verordnung, also jetzt müssen Sie lieb sein, jetzt müssen Sie von Ihrem Eigentum geben den anderen, dann ist das abstrakt, dann entspringt das nicht dem Herzen. Wenn jetzt in einer Gemeinde die Menschen sagen, wir wollen das tun, also wir wissen, wir wollen eine Familie aufnehmen und so, also dann ist es etwas anderes, dann kommt es von Herzen und dann funktioniert es und dann ist es richtig. Gut, also das zum Menschen und wir sind wechselnd, also wir haben wieder das Bedürfnis, über die Dinge nachzudenken. Wir sind eine lebendige Seele, das wechselt immer. Also wir sind nicht einfach immer Bürger oder immer freie Individuen oder immer Brüder, wir leben und es wechselt. Also das ist eine menschenkundliche Grundlage, die wir brauchen, um das ganze Problem zu verstehen, weil hier fängt nämlich, hier steckt das Grundübel, dass man das nicht versteht, dass dieses staatliche Element oder heute sogar dieses überstaatliche den Menschen als Ganzes bestimmen und organisieren will von außen.
so dass er eigentlich nicht mehr seine eigenen Triebe, seinen Erkenntnistrieb und seinen Brüderlichkeitstrieb und seinen Gerechtigkeitssinn ausleben kann. Und jetzt fragen wir aber, wo kommt das her? Wo kommt das her, dass es heute so chaotisch ist? Dass wir entmündigt sind eigentlich in einer gewissen Weise, also wir dürfen manche Dinge schon gar nicht mehr denken oder jedenfalls nicht verlautbaren, sonst werden wir bestraft. Wo kommt das her, dass dieses Staatswesen sich so chaotisch über die Welt verteilt hat? Und da gehen wir zurück ins 17., 18. Jahrhundert, in der Zeit der Reformation, danke, wo die Menschen sich aus den alten Strukturen angefangen haben zu befreien. Sie wurden in einer gewissen Weise mündig, sie wurden fähig, Dinge zu durchschauen, sie wurden fähig, Verantwortung zu übernehmen. Aber jetzt geht's los. Also jetzt geht das Karussell los, in dem wir heute stecken. Also die Suppe wurde damals angerührt, die wir heute auslöffeln. Also wir haben jetzt da einmal Europa. Es geht hier nicht um die Details. Also Sie müssen nicht lesen. Es geht nur ums Bild, dass wir hier dieses Europa haben als ein Ganzes zuerst noch. Und jetzt haben wir hier einen westlichen Teil, hier Frankreich und England, und wir haben einen östlichen Teil, den Balkan und bis zur Nordsee, und dann haben wir Mitteleuropa und noch einen Süden, also Spanien, Italien, Griechenland. Also dieses Europa ist ein Vielvölkerstaat mit ganz viel verschiedenen seelischen Grundhaltungen oder einfach die Menschen sind sehr verschieden. Und was jetzt passiert ist, in England kommt im Zuge mit der Reformation, die mit Luther und Calvin und Zwingli, das kennen wir auf dem Kontinent, die Engländer sagen immer auf dem Kontinent, oder ist das losgegangen? In England kommt der Puritanismus hoch. Und damals gibt es eine Persönlichkeit, tritt auf in England, das ist Oliver Cromwell, dem seine Bewegung eigentlich, also da wurde der König entmachtet und er ist an die Macht gekommen als Lord Protector und hat eine andere Gesellschaftsordnung angefangen aufzubauen. Und was damals passiert ist, er hat die Seemacht, die englische Seemacht sozusagen, Seemacht vor Vorrang begründet. Er hat mit Holland gekriegt, dass diese sogenannte Navigationsakte, also dass England ein Vorrecht hat auf See, dass es den Zwischenhandel ausschaltet. Und das ist einfach dieser wirtschaftliche Aspekt, nur ein Zeichen für diesen wirtschaftlichen Aspekt, der da anfängt. Und auf der anderen Seite ebenfalls mit ihm zusammengearbeitet hat ein gewisser John Milton, das war ein Publizist, also aber eigentlich ein Dichter, Lyriker, Poet und eben aber auch Publizist. Und der hat sich damals auch für die Pressefreiheit eingesetzt. Also wir haben die zwei Elemente, das Wirtschaftliche und die Presse, also die Medien, heute sind es die Medien, also die sind da entstanden und von da an eigentlich immer mächtiger geworden. Das ist das, was aus dem Westen, das ist ein westliches Element. In Mitteleuropa war eine ganz andere Zeit, also in Deutschland. Da war noch die Kultur voll am Tun, also da lebten Schiller und Goethe, Hegel, Novalis, Fichte, Schelling, also die große Geister, die einander kannten, also eine wunderbare Schicksalsfamilie, die da lebte und arbeitete, schaffte, geistig schaffte. Und aber dieses wirtschaftliche Element, das dehnte sich jetzt aus. Also das kam jetzt herein und zwar eigentlich, weil es eine menschliche Bequemlichkeit gibt. Also der Mensch hat wohl einen Erkenntnistrieb, aber er ist auch denkfaul. Und das, was von den Engländern kam, das ist einfach leichter einzusehen.
Es ist leichter zu begreifen, man muss nicht weiterdenken. Und in Deutschland war eigentlich die Kultur der Ideen. Man ging wirklich zu den Gründen oder Hegel ins Allgemeine, in die reine Idee hinein, in den reinen Gedanken hinein. Und das war den Engländern zu kompliziert, aber es war auch den meisten Deutschen zu kompliziert. Also die wollten etwas, was man irgendwie sehen und anfassen kann. Und dann konnten sich einfach einfachere Theorien oder einfachere Vorstellungen durchsetzen. Zum Beispiel war damals die Kontroverse zwischen Newton und Goethe mit dem Licht und den Farben. Also der Newton sagt, das Licht, das weiße Licht setzt sich zusammen aus allen Farben. Und Goethe sagt das Gegenteil. Also, und wenn man jetzt aber Goethe verstehen will, dass das Licht ein Urphänomen ist und aus ihm die Farben hervorkommen, dann ist das viel komplizierter als die einfache Theorie von Newton. Und Newton hat sich durchgesetzt und ich kämpfe jeden Monat damit, wenn ich mein Heft herausgebe und die vier Farben da gemischt werden zu der Farbe, die ich gerne möchte, es geht einfach nicht. Also es ist eine praktische Auswirkung von Newtons Farbenlehre, mit der wir heute kämpfen, wenn wir gewisse Farben drucken wollen. Es geht einfach nicht. Und also das als diese Basis, also es geht immer um das Menschliche, es geht um den Gedanken, um das Denken. Was setzt sich durch? Also das Einfachere hat sich durchgesetzt und es hat die ganze Welt erobert. Also die Puritaner sind dann auch nach Amerika gegangen und das Angloamerikanische, was man heute sagt, also das kommt aus dieser, das wurde da, diese Suppe wurde damals angerührt. Dann, also ich werde jetzt nicht alles im Einzelnen erklären, wie es dann zum Ersten Weltkrieg kam, das sage ich nicht, aber ja, sonst wird es zu lang, aber das, was dann ist nicht unser Thema heute. Aber etwas ganz Entscheidendes ist geschehen nach dem Ersten Weltkrieg. Da wurde Deutschland, also da, wo diese schwierigen Ideen herkommen, und sich nicht zu Ideologien vergewaltigen lassen, weil eine Idee, die nicht zu Ende gedacht wird, ist eine Ideologie. Und regiert werden wir heute von Ideologien. Ja, und was passiert jetzt? Dieses Land, wo diese Ideenkultur bestanden hat, das wurde jetzt erledigt. Das wurde jetzt gebunden, mit wirtschaftlichen Mitteln gebunden. Also Deutschland erklärte nach dem Ersten Weltkrieg oder wurde genötigt zu erklären, dass es allein schuld sei an diesem Krieg und dass es Reparationen zahlen muss den anderen Ländern bis zum Abwinken, oder? Also es musste arbeiten. Also die Deutschen mussten in die Hosen und arbeiten. Und was jetzt kam nach dem Ersten Weltkrieg, das kennt man, die goldigen 20er Jahre, es kam der Jazz, es kam ein gewisser Wohlstand, es kam der Jugendstil, also die Röcke wurden, glaube ich, schon kürzer, ich weiß es nicht, vielleicht auch erst später. Also es kam so eine lebenslustige Sache auf, aber die Menschen beschäftigt hat. Also die Menschen waren absorbiert von diesem neuen Lebensstil, der da kam, und hatten überhaupt kein Bedürfnis oder keinen Grund, sich eigentlich mit den Hintergründen damit zu befassen, was eigentlich mit ihnen passiert. Sie dachten, es geht ihnen gut, aber es war eine ganz andere Absicht dahinter. Es war die Absicht dahinter, diesen Geist auszuschalten. Ja, und dann kam auf, auch in dieser Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg, kam diese In den 20er Jahren kam diese Pan-Europa-Idee auf. Also das war nicht ganz neu, aber damals kamen die Sachen unter die Leute. Dass man nach dem Vorbild Amerikas, also Sie kennen Nordamerika, ich weiß nicht, wenn man das schon mal gesehen hat, wie die Länder da eingeteilt sind. Also die sind da mit dem Maßstab, einfach mit dem Lineal
ist dieses Land unterteilt worden und das sind dann diese Bundesstaaten. Und jetzt will man diese Idee eigentlich, oder diese auch wieder Ideologie, es ist auch keine zu Ende gedachte Idee, will man auf Europa überpropfen und sagt, ja, also man kann Europa, das sind da diese vielen Völker, die müssen wir nicht mehr extra einteilen, aber wir fassen sie jetzt zusammen und dann gibt das ein Europa und dann kommt das schon gut, oder? Also es ist vor allem unpraktisch, wenn man so viele Länder hat, weil dann muss man mit ganz vielen Währungen rechnen, jeder hat ein anderes Zollgesetz und es ist furchtbar kompliziert zum Wirtschaften, oder? Also es wäre viel einfacher, alles wäre eins. Und man hätte da einfach eine Grenze und einen Wechselkurs und. Also man will das zusammenfassen und dann kam noch eine Idee auf. Also diese Engländer, die sind da hinüber über den Globus, also die schauen den ganzen Globus an. Also sie schauen nicht nur, sie denken für sich, aber schauen über den ganzen Globus. Und da will man jetzt auch ein Recht einrichten, das für alle gilt, so dass es keine Kriege mehr gibt, ist der Vorwand. Also die meisten glaubten da wohl auch dran. Man hat den Völkerbund damals eingerichtet. Also es kommt dieser Globalisierungsgedanke, der kommt damals, der entstand so nach dem Ersten Weltkrieg. Der kam hoch zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, aber er kam nicht richtig durch. Es brauchte nochmal einen Krieg und das war dann der Zweite Weltkrieg. Und da hatte man dann die Sache perfekt. Also man hatte dann die Trennung Europas in Ost und West, hier so ungefähr dieser Grenze entlang. Man hatte mitten durch Deutschland eine Trennung in Ost und West. Und die Mitte, die war jetzt weg, also die war jetzt vom Tisch. Also die Deutschen und die Schweizer und alle waren, also wenn sie nicht gerade wirklich noch volkstümlich waren, dann waren sie eigentlich schon amerikanisiert. Also wir sind heute hier, also wir sind jetzt in einem Kreis, wo man die angloamerikanische Problematik kennt. Aber man ist sich vielleicht nicht bewusst, wie sehr man schon Amerikaner ist selber. Also das hat eben damals mit Jazz und Rock'n'Roll angefangen. Also was für eine Musik hören wir heute? Oder was tragen wir? Also ja, wir tragen Blue Jeans, genau. Wir schauen die Filme, Hollywood. Also wenn wir von Kindesbeinen an mit Hollywood Idealen, in Anführungszeichen, konfrontiert werden oder wir lernen aus dem Film, was Sexualität ist. Wir entdecken sie eigentlich nicht mehr selber. Also sind ganz viele Sachen, sind wir einfach, wir sind schon gemacht. Wir sind schon ein Teil dieser angloamerikanischen Zivilisation. Kultur kann man nicht mehr sagen. Und das ist ganz wichtig, dass wir spüren, es hat immer mit uns zu tun. Also ich erzähle Ihnen nicht irgendetwas, was nicht mit jedem von Ihnen hier drin etwas zu tun hat. Und doch ist es die große Geopolitik, um die es sich handelt. Und was auch noch dann aufkam, also zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg war diese Frankfurter Schule in Deutschland, das war ironischerweise an einer Goethe-Universität, wo ein Institut für Sozialforschung eingerichtet worden ist, oder Sozialwissenschaften. Und da wurde ganz viel, also ich will das jetzt auch nicht näher ausführen, aber daher kam, also das ist die geistige Brutstätte, sage ich jetzt mal, auch der 68er-Bewegung, der Antifa. Und jetzt sind wir ja schon nach dem Zweiten Weltkrieg, also die mussten dann nach Amerika emigrieren, die waren verboten, die mussten nach Amerika gehen, kamen dann in den 50er Jahren zurück. Und dann ging es richtig los, also dann kam dann die 68er-Bewegung. Das waren alles vieles junge Leute, die sich sehnten nach einer Kultur der Liebe, der Nächstenliebe, nach einer Kultur der Freiheit, die sich eingeengt fühlten von allzu strengen bürgerlichen Konventionen. Und die waren jetzt wirklich der geeignete Nährboden für diese Ideologie, die von dieser Frankfurter Schule her kam, aber auch sonst schon verteilt war, eigentlich eben mit dieser Völkerbundgeschichte, mit dieser
Paneuropa-Geschichte, also dieses Menschenverbindende, diese Sehnsucht nach diesem Menschenverbindenden, die im Grunde genommen berechtigt ist, aber die einfach in ein falsche Bahnen geleitet worden ist. Also statt dass man das Bürgerliche, das was einem eingeschränkt hat, überwindet und sieht, es hat seinen Teil, also so wie ich das am Anfang gemacht habe, dass man es versteht, wo gehört es überhaupt hin, wo schnappt es über in Bereiche, wo es nicht hingehört. Also statt dass man diese Gedanken sich gemacht hätte, hat man einfach alles unter einen, wieder alles in einen Topf geworfen und dann offene Gesellschaft. Oder? Also da hat es eigentlich angefangen. Also diese 68er, die sind dann überall, die sind dann größer geworden, erwachsener geworden, sind überall in die Verwaltungen reingekommen und so weiter und in die Politik. Und ja, also die sagen jetzt, willkommen. Also die haben diese Ideologie voll internalisiert, sie können sich gar nichts mehr anderes vorstellen, als dass wir doch so gemacht sind, alle Menschen gleich und jeder willkommen und sie überlegen sich nicht, wo sie herkommen. Das ist ein großes Problem, was Sie auch angesprochen haben vorhin. Die Werte, wo kommen die überhaupt her? Also es nützt nichts, wenn wir von Werten sprechen, wenn wir nicht wissen, was diese Werte überhaupt sind und wo sie herkommen. Also da braucht es ganz viel Bildung eigentlich. Das ist eine Bildungsfrage, dass wir uns damit auseinandersetzen. Weil wenn wir das nicht in uns tragen, dann hat das keine Kraft. Und diese Leute, die kommen, die haben eine Religion und diese Religion hat eine Kraft. Und diese Kraft, diese Religion haben wir verloren mit unserem Protestantismus. Also wir sind innerlich schwach. Wenn sie mit den Menschen reden und konfrontiert werden, dann werden sie eine ganz starke Energie spüren und die kommt eigentlich aus dem Religiösen heraus und wir müssen das mit Bewusstsein wieder erringen. Also wir sind in einer Phase, wo wir das mit Bewusstsein selber erringen müssen und wenn wir das nicht tun, sind wir wie Schilf im Wind und werden einfach umgeknickt von einer Kraft, die da kommt. Und jetzt ist, also wer das will, das ist dieses angloamerikanische Weltreich da. Da sieht man die Militärstützpunkte, das sind Grafiken vom SIPR-Institut von Daniele Ganser, also von dem bekannten Friedensforscher, den ich Ihnen sehr empfehlen kann, seine Bücher und seine Videos auch auf YouTube. Er hat diese NATO-Stützpunkte wurden da, die amerikanischen Militärstützpunkte, überall wo blau ist und es geht ja auch um diese Konfrontation mit Russland, da kommen wir dann noch dazu. Der böse Russe, oder der schlimme Russe, der da in seinem Land zu Hause ist mit seinem Militär und da noch hier noch einen Stützpunkt hat und da noch etwas und fertig, oder? Also es steht in keinem Verhältnis, was die Amerikaner machen, wo die überall sind. Mit ihrem Militär. Und das Militär ist ja nur ein Ausdruck eigentlich davon, was von der Macht. Also Ganser sagt auch das Imperium. Er vergleicht es damals mit dem römischen Imperium, oder? Also es ist das Imperium. Und da stecken wir drin, und zwar bis in unsere Gedanken, Gefühle, eben wie ich das schon geschildert habe. Ja, das ist jetzt dieser Boden, den ich schaffen wollte, eine Empfindung eigentlich dafür. Jetzt, also auf diesen Boden kommt jetzt diese Flüchtlingswelle, die kann jetzt da ideal hereinschwappen, oder? Da ist kein Widerstand mehr da, offene Gesellschaft und alles schön und so. Kein Widerstand mehr, keine Widerstandskraft aus der alten, vergessenen Kultur, die man eigentlich im 19. Jahrhundert wieder suchen muss, also neu entdecken muss, was da versiegt ist. Es ist nicht ganz weg, aber es ist versiegt, wie ein Strom, der versiegt ist und an den man sich wieder anknüpfen muss. Also den Strom eigentlich der menschlichen Intelligenz und Denkfähigkeit und dass sich jeder Mensch eigentlich entwickeln möchte zur Freiheit. Aber nicht zur politischen Freiheit, sondern zur Freiheit im Denken, im Gedanken, in dem jetzt muss ich mal schauen. Ich bin schon fast fertig. Ich muss ganz kurz machen. Sie müssen nicht kurz machen, lieber ausführlich. Ja.
Ja, also jetzt zur Flüchtlingskrise. Die Situation kennen Sie alle. Das sind diese Länder hier, also es sind noch mehr, es sind sogar da unten. Riesige Landstriche, Millionen von Menschen. 65 Millionen Menschen sollen auf der Flucht gewesen sein im Jahr 2015. Und da hier grün, das sind die Zielländer, oder? Also wo ist die Kapazität? Klar, es kommen nicht alle und die Bevölkerungsdichte ist nicht gleich und was weiß ich, aber man kann sich trotzdem vorstellen, was da für eine Welle heranrollt. Das kennen wir alle, das ist nur zum Zeigen. Also es geht auch nicht um die Details, die da stehen. Also es geht darum, dass man einfach das Bild wahrnimmt. Und hier, man sieht es ein bisschen schlecht, das ist die Geografie Afrikas, das ginge da noch runter. So, da ist Saudi-Arabien, Syrien hier, Türkei und hier so ist Europa. Das man sieht, und das ist jetzt ganz interessant mit dieser Grafik, die ist 2015 erschienen und das sollen die Hauptflüchtlingsrouten zwischen 2014 und 2015 gewesen sein. Also das heißt, es hat immer Warner gegeben, bei uns schon, da hat man wieder gehört, auch in Lampedusa sind wieder welche irgendwie gestrandet oder untergegangen, Katastrophe und so, also ganz schlimme Sachen. Aber wir hatten also bei uns wurde nicht davon gesprochen, dass außer, natürlich gab es immer Warner, die gewarnt haben, aber im Großen, in den Massenmedien wurde das unter dem Deckel gehalten. Und dann 2015, im September, ging es los. Von einem Tag auf den anderen, schlagartig, hatten wir es überall in den Medien. Wir haben eine Flüchtlingskrise. Also es war ein Schock, vergleichbar mit 9/11. Das Problem aber, also das Perfide ist, dann wurde diese Grafik gezeigt und das wurde gezeigt, das ist organisiert, oder? Also das kommen nicht einfach von selber, sind ausgerüstet mit Handys und mit Kleidern und mit werden verpflegt und alles, kommen da herein und das ist vorbereitet und niemand hat uns etwas gesagt, oder? Oder die etwas gesagt haben, die wurden zum Schweigen gebracht. Das ist die große Perfidie und jetzt habe ich mal nachgeschaut, was ist da passiert eigentlich in diesem September 2015. Da gab es eine Konferenz. Ich schaue, ob ich das lesen kann. Also eine inoffizielle Konferenz gab es da der europäischen Staaten, also Oberhäupter oder Verantwortliche. Und drei Tage später wurde ein Paper veröffentlicht auf der Webseite von George Soros, den kennen wahrscheinlich die meisten hier. Und wo er durchgibt, eigentlich was Europa jetzt zu tun hat. Also er ist Multimilliardär, sagt selber von sich, habe das gehört in seinen eigenen Worten, auf einem Video kann man auch sehen, dass er unmoralisch sein Geld vermehrt, weil das gehöre zum Spiel, dass das unmoralisch ist, aber auf der anderen Seite hat er seine Open Society Foundations, also diese Ideologie der offenen Gesellschaft, die er also seit vielen Jahren vorantreibt. Und dort versucht er dann, also nach seinem Gefühl, also nach seinem Dafürhalten, gibt er da, also bezahlt er da das Geld, um diese Gesellschaften zu organisieren. Also es ist ein furchtbar perfides Spiel. Also er zerstört sie, indem er das Geld stiehlt, eigentlich wegnimmt auf der einen Seite und dann bringt er das Geld wieder hinein, so dass es organisiert wird nach seinen Vorstellungen, nach seiner Ideologie. Also es ist eine total perfide Geschichte. Und er hat sehr viel zu sagen in Europa, also in der EU natürlich. Vielleicht noch nicht in der Schweiz, ich weiß es nicht, das müsste man mal untersuchen, wo er überall in der Schweiz seine Gelder hat, oder vielleicht ist es schon untersucht, ich weiß es nicht. Also man weiß einfach, dass diese Stiftungen von ihm da an dieser Organisation teilhatten, oder? Und er sagt dann, wenn es dann soweit ist, also von einem Tag auf den anderen, schlagartig, diese Medien geben das kund, und dann kommt er und sagt, so ist das Programm. Und das wurde beschlossen da an dieser inoffiziellen Versammlung. Ja, also diese Sachen kann man finden. Also
so sieht man, wie es gemacht ist. Es sind immer Menschen, es sind Einzelne mit ihren Vorstellungen, Ideen, Ideologien, es sind immer Menschen dahinter. Also er ist nicht der Einzige, also es sind da natürlich andere, also er ist jetzt eigentlich ein Symbol oder ein für diese Herrschaft des Geldes. Also wir werden beschäftigt mit Demokratie. Also wir haben das Gefühl, ja, wir sind demokratisch und sind mit unseren Egoismen und so beschäftigt und so, aber da wird über das Geld, wird über die ganze Welt geherrscht. Und das muss man sich einfach bewusst sein, also dass das eine riesengroße Täuschung ist, der wir da unterliegen. Und dass es um diesen Menschen geht, es geht um diesen Menschen, es geht um uns, dass wir unsere Menschlichkeit entwickeln, und zwar nicht menschlich im Netzsein, sondern menschlich im Denken, also dass wir wach werden, dass wir bewusst werden. Und ja, und es ist so, das ist mit Wirtschaftsmitteln, also das wissen wir jetzt, also das ist dieser Großkapitalismus und diese Finanzmacht von einzelnen Menschen, die das brauchen und die da den Rest der Welt am Schnürchen herum führen. Und sie brauchen natürlich Konsumenten, oder? Also wir müssen möglichst die Dinge, die da wirtschaftlich hergestellt wird, konsumieren. Und jetzt jetzt weiß man menschenkundlich, dass eben, also dieser freie Geist, von dem ich schon gesprochen habe, dass das, was da in Mitteleuropa heraufkommen soll, das ist das eine, da geht die Kultur, ginge da weiter. Und das andere ist, da im Osten, in Russland, da ist man brüderlich. Also das, was bei uns dieser Altruismus ist, bei uns ist der Individualismus vorherrschend, der Egoismus. Und in Russland sinkt das irgendwo herunter und es ist eine brüderliche Gesinnung da und man sagt auch eine sozialistische, aber nicht sozialistisch im Sinn von marxistisch-sozialistisch, sondern sozialistisch eben im Sinn von Brüderlichkeit. Und das will man natürlich nicht. Das will man natürlich nicht vom Westen her, weil das stört. Also das stört diese Ziele. Das will man möglichst unterbinden. Also soll dieser Geistkeim da in Mitteleuropa, der soll möglichst keine Verbindung bekommen mit dem Osten. Und jetzt versucht man natürlich alles, da sind wir dann wieder bei der Grafik mit der NATO, also man versucht das möglichst, diese Konfrontation herzustellen zwischen diesen NATO-Staaten, die kein Europa mehr sind, weil wenn wir NATO sind, sind wir Amerikaner, oder? Und dem Osten, dass die gegeneinander sind, statt dass die zusammenkommen, weil sie müssen eigentlich zusammenkommen für die Zukunft, für die Menschheitszukunft von uns allen. Ja, also man sieht, wenn man so will, ist die Ursache oder die Urheber sind immer da, die pflanzen sich auch fort, wie wir uns auch fortpflanzen als Menschen, aber die Ursache liegt in der Zukunft, die liegt gar nicht in der Vergangenheit, sondern sie liegt in der Zukunft. Also es ist ein Kampf um unsere Zukunft, den wir hier kämpfen, wenn wir uns dieser Dinge bewusst werden. Ich danke Ihnen.